Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Aussprachevideo. Heute geht es um eine Person, die inzwischen wirklich jeder kennen sollte. Es geht um die Klimaaktivistin. Ja, wie heißt sie? Beziehungsweise wie genau spricht man den Namen eigentlich aus? Ja. Und das möchte ich dir in diesem Ratgeber sehr gerne erklären, denn hier das ist mal wieder so ein Fall, wo es zwei Herangehensweisen gibt und ich möchte mit dir mal erklären, warum das sein könnte. Ja. Ich erzähle dir erstmal die zwei Herangehensweisen. Greta Thunberg oder Greta Thünberg, ja. Das sind die Aussprachen, die ich so gehört habe. Also entweder Greta Thunberg oder Greta Thünberg. Und letzteres klingt für mich eher noch skandinavischer, muss ich sagen. Sprich, das ist so diese, ich sag mal, vielleicht ursprüngliche Aussprache. So eher eingedeutscht sagt, hört man eher Greta Thunberg und ich denke mit Bezug auf die skandinavische Herkunft wird eher von Greta Thunberg gesprochen. Das habe ich vor allem bei Steingarts Morning Briefing Podcast immer so gehört. Das fand ich schon sehr interessant, als er von Greta Thunberg gesprochen hat. Da dachte ich mir, ach krass, ich dachte immer, man spricht das Greta Thunberg aus, ja. Aber es kommt auch wirklich auf den Kontext an und auf deine soziale Gruppe. Ja, da würde ich halt einfach so Greta Thunberg bzw. Greta Thunberg aussprechen, wie es eben auch die anderen Leute machen. Und ja, musst du halt mal gucken. Auf jeden Fall, das sind so die zwei Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Check doch gerne mal die Videobeschreibung aus. Vielleicht ist da eine coole Empfehlung für dich am Start. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute, ciao.